Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Mennecke, ich bin Geschäftsführer der eStock Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes eStock Trends, der monatlich erscheint und natürlich jetzt, gerade jetzt natürlich auch den Ukraine-Konflikt, Russland-Konflikt zum Hauptthema hat. Das soll auch heute einer meiner Hauptthemen sein, nämlich Lügen im Ukraine-Konflikt, Manipulation im Ukraine-Konflikt, denn es gibt doch eine sehr einseitige Mainstream-Berichterstattung hier in den westlichen Medien, insbesondere aber auch in Amerika und in England. Insofern muss man da wohl ein bisschen gegenhalten. Sehen Sie sich, und das ist mein Appell, mal viele YouTube-Videos an, die es ja gibt und auch einige Blogger. Sehen Sie das auch durchaus kritisch und dort wird auch teilweise wiederum einseitig berichtet, genauso wie natürlich im russischen Medien, wo die westliche Seite dann, also westukrainische Seite, nur als Faschisten bezeichnet werden. Auch das ist sicher der falsche Weg und auch meine ausführlichen Stellungnahmen unter www.andreas-mennecke.de. Nun, Poroschenko sprach am 28. August vor einer Invasion der Russen. Obama vermied dieses Wort Invasion, Einmarsch, ja, Eindringen von russischen Soldaten, 1000 Soldaten und auch einige Panzer sollen über die Grenze in der Südostukraine eingedrungen sein, und bewiesen wurde das am Abend übrigens erst mit NATO-Bildern, die allerdings vom 21. und 23. August datierten und auch sehr klein waren, ungenau waren, und auch sowas kann im Übrigen mal manipuliert werden. Man muss ja sehr vorsichtig sein. Sie wissen auch, die Massenvernichtungswaffen damals im Irak wurden ja durch solche Satellitenbilder angeblich bewiesen, die es aber dann hinterher gar nicht gab. Also sehr vorsichtig bei solchen sogenannten Beweisfotos der NATO. Vorsichtig aber auch bei allen einseitigen Stellungnahmen der Medien jetzt. Natürlich sind Russen wieder schuld und die machen jetzt sogar einen Einmarsch und nehmen ganz Ukraine ein, hinterher auch Polen, Baltikum, so wird es ja auch von der NATO gesehen, vom Rasmussen, der ja jetzt neue Manöver anordnen will im Baltikum und Polen. Gucken wir erstmal drauf, wie die Börsen darauf reagiert haben und wie sie darauf reagieren werden, und dann werde ich dazu zu den einzelnen Sachen nochmal genau Stellung nehmen. Der DAX bei 9.460 noch unverändert, aber natürlich wäre übrigens war jetzt die EU, der EU-Gipfel mit wichtigen politischen Entscheidungen. Tusk, also ein Pole, ein polnischer Premier, wurde EU-Ratspräsident und wir werden von Italien demnächst im Ausland vertreten, von der Seite des EU, durch eine sehr unerfahrene Politikerin, 41 Jahre alt, hatte ich auch nicht so viel günstig, diese Personalentscheidung, denn Juncker dazu, naja, ob das nun nur das Dreamteam ist, das diese Konflikte lösen kann, auch mit Russland und Ukraine, sei mal dahingestellt. Dow Jones bei 17.088, auch sogar leicht im Plus. Die Amerikaner sehen das ohnehin sehr gelassen, denn selbst wenn die jetzt nochmal Sanktionen auch ihrerseits nochmal einseitig gegen Russland beschließen, auch schärfere gegen die gegen den Finanzsektor, nehme ich mal an, wird kommen, dann hat Amerika momentan kurzfristig nichts zu befürchten, aber ich glaube, der DAX wird dann irgendwann in die Knie gehen. Nun, das wird erst in einer Woche entschieden und von daher werden wir sehen, was für Sanktionen dann dabei herauskommen. Der RTS schon sehr schwach im Vorfeld bei 1091, klar, gab es viel Kapitalabzug, wieder minus 2,3% und Gazprom minus 1,67% bei 5,42 Euro. Hält sich aber noch vergleichsweise gut in diesem Umfeld. Brentöl bei 103, etwas gestiegen, WTI auch auf 95, Gold macht sich überhaupt nicht, kein Krisenmetall bei 1082, habe ich aber auch immer so gesagt, und Silber erst bei 19,4. Erst wenn Gold über 1340 geht, Silber über 23 Uhr, so haben wir eine Chance für eine Hose. Momentan ist das eher seitwärts gerichtet. Palladium dagegen mit neuen Höchstkursen. Sie wissen, das hat auch möglicherweise mit Russland was zu tun, denn der größte Palladiumhersteller der Welt ist nun mal Norilsk Nickel bei 9,12 weiter Long. Euro US Dollar bei 131. Wir haben einen schwachen Euro und wir haben ja auch eine Euro-Krise und das wird auch so ein bisschen vergessen mit Italien und Frankreich, und das wird noch auf uns zukommen im Herbst. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Auch, dass der Euro weiter schwächer wird, Dollar stärker. Normalerweise werden dann auch die Aktienmärkte schwächer und die Rohstoffe. Das ist diesmal gar nicht so passiert.
Aber da gibt es auch gewisse Schmerzgrenzen, so bei 1,28, 1,29, glaube ich, werden auch Aktienmärkte dann nachhaltig runtergehen. Euro ging zum Rubel bei 48,6, wir haben mal einen etwas schwächeren Rubel, das ist klar in diesem Umfeld. Und der Euro-Bund-Future ist der eigentliche Profiteur bei 151 mit 9 Allzeithochs, aber es ist ganz klar, dass es auch ein Bubble ist. Wir haben jetzt hier Anleihenrenditen, Bundesanleihen, 10-Jährige von unter 1%, Amerika etwas über 2%. Also das ist alles ein Bubble, auch Unternehmensanleihen. Und auch das wird uns weiter beschäftigen. So, nun, die eigentlichen Themen sind eben, die dramatischen Themen sind angebliche Invasion, so nennt das Poroschenko in der Ukraine mit den 1000 Soldaten. Wie gesagt, mich wundert es sehr, dass diese Bilder Poroschenko nicht gleich mitgegeben wurden. Am 26. August haben sie sich ja getroffen in Minsk, in Putin, und jetzt erst, also danach, zwei Tage später, werden diese Bilder von der NATO veröffentlicht. Also das fand ich auch ein bisschen, die stammen aber vom 21. und 23. August. Also ist ganz klar, dass die Russen da auch mit im Spiel sind, zumindest Russen als Einzelperson. Ein bisschen fragwürdig finde ich natürlich auch, dass sie ja für einen Monat in Urlaub gehen, um dort einen Krieg zu ziehen in der Ukraine, und dass das nicht von Putin direkt verboten wird, und wenn der Militär noch mit rübergenommen wird, na, die haben alle eine Nummer, dann muss das hier irgendwann mal gemerkt werden, und dann müsste das, wer so etwas macht, ins Gefängnis kommen in Russland, wenn wir zurückkommen, und da müsste Putin ganz klare Signale setzen, dass so sowas nicht passieren darf, aber ich glaube es auch gar nicht, überwiegend sind das immer noch ukrainische Waffen, die dort geklaut wurden, teilweise auch von die Überläufer, also Hauptüberläufer, das gleiche Thema haben wir in der ISIS, das war ja auch mal alles gedacht, die amerikanischen Waffen für die amerikanische für die irakische Armee, aber die sind alle übergelaufen, und in der Ostukraine sind auch viele übergelaufen, auch Geheimdienstleute übrigens sind übergelaufen, pro-russisch, wenn man so will, und von daher gab es und gibt es diesen harten militärischen Konflikt, der unbedingt beendet werden muss. Ich plädiere unbedingt für einen Waffenstillstand, politische Lösungen und damit auch Gespräche von Poroschenko direkt mit den Separatisten, auch natürlich mit einem politischen Führern in der Ostukraine, um das Problem politisch zu lösen, klare Vorschläge zu machen, womit beide einverstanden. Läuft ohnehin auf eine Föderation hinaus, also da sollte man sich schon heute Gedanken machen, wie man das am besten löst und so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und das ukrainische Militär zurückbefehlen, sofort. Es ist kein Antiterrorkrieg gegen 10.000 Soldaten, das kann man auch gar nicht so führen, gegen einige wenige Soldaten vielleicht, aber sowas ist ja ein richtiger Krieg, wo die Zivilisten drunter leiden, und sofort beenden. Also, wir haben dort natürlich auch dann diese Flüchtlingskonvoi, wo dann Waffen, wieder ukrainische Waffen geklaut worden sein sollen. So geht's hin und her. Ob das nun stimmt, diese Meldung, muss man genau recherchieren, vor Ort und beidseitig auch die Meinung hören. Beim 26. August hat Gazprom den Vorschlag gemacht, 385 US-Dollar zu liefern. Das hat Ukraine abgelehnt. Also steht auch noch ein Gasstreit bevor, wenn es ein bisschen Winter hineingeht, dann gute Nacht hier auch in Europa. EU-Gipfel, naja, neue Sanktionen sollen gemacht werden, aber erst in der nächsten Woche. NATO will eine neue Eingreifsgruppe, will auch neue Manöver, das schafft aber nur neue Ängste, sollen da befriedigt werden, seitens der Polen. Und wir haben gesagt, ja auch Donald Tusk ist ja jetzt der neue EU-Ratspräsident, und Federica Mogherini ist die neue EU-Außenbeauftragte aus Italien, ist gerade mal ein halbes Jahr im Amt in Italien. Italien hat überhaupt keine Erfahrung, die sollen nur die europäischen Werte, Demokratiewerte und was auch immer im Ausland verteidigen, so wird es ja gesagt. Und Juncker noch dazu, na, das ist für mich nicht das Dreamteam, was für Frieden schiften kann. ISIS ist ja das gleiche geopolitische Problem dort, dass Amerika jetzt mit Luftangriffen eingreift. Deutschland wird wahrscheinlich nächste Woche Waffenlieferungen verabschieden, auch sehr unumstritten. Lesen Sie es genau nach bei mir unter www.andreas-menneke.de, dort sehr viel ausführlicher. Und natürlich auch in E-Stock-Trends in meiner nächsten Ausgabe, die jetzt wieder in Vorbereitung ist und die da auch viele weitere Hintergrundinformationen, aber auch Chancen an den Börsen vermitteln. Ich bedanke mich sehr, rufen Sie mich gerne an und empfehlen Sie mich gerne weiter. Das war E-Stock TV, Folge 35. Die nächste folgt wohl nächste Woche mit neuen EU-Sanktionen gegen Russland. Vielen Dank, auf Wiederhören, bis zur nächsten Aktualisierung.